Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 12 Sekunden. Eine kleine Info, ich bin gleich wieder live auf Twitch. Um 2.20 Uhr ungefähr starte ich den Stream. Falls ihr Lust habt, schaut dort gerne vorbei. Ich bin gespannt, was wir so Neues reinbekommen werden. Let's go, bitte ein guter Shop. Okay, wir haben hier... Ja, ist in Ordnung. Was haben wir sonst noch im Shop? Vielleicht was Seltenes. Vielleicht was Seltenes. Nichts Neues. Aber ich glaube, wir haben so zwei, drei seltene Items im Shop. Bundle bleibt noch im Shop. LeBron James genauso. Oh, okay. Der Batman ist raus. Sehr interessant. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Kristall ist ein sehr, sehr schöner Skin. Für 800 V-Bucks macht man echt nichts falsch. Was haben wir hier? Männliche Variante. Ja, fühle ich jetzt irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Backbling, ja, geht so. Da fehlt irgendwie der Kopf bei dem Kollegen. Was haben wir hier? Der Gleiter. Ja, geht. Also die Animation, wie es aufgeht, ganz cool. Aber für ein 2 gibt es deutlich bessere Gleiter. Spitzhacke mega unnötig. Ultra unnötig. Kein nicer Sound, nichts animiert. 1-2 zu teuer. Farbenbomberin, die war so oft schon im Shop da gewesen. Das ist schon krass. Ich glaube, 40, 50 Mal war die schon im Shop. Was haben wir hier? Männliche Variante für 1-5. Ja, fühle ich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Was haben wir hier? Spitzhacke ist nice, aber leider zu teuer. Cooler Sound. Aber ich fühle die mehr von dem Farbenbomber-Skin. Die ist ein bisschen reaktiver. Farbenballon haben wir hier. Der ist süß, muss ich sagen. Ja, der gefällt mir gut. Ansonsten gibt es hier in dem Bereich nichts mehr. Was haben wir hier? Ich glaube, irgendwas ist davon selten. Schauen wir mal gleich nach, falls ich euch das Ganze schon sagen kann. Also, haben wir was Seltenes heute? Farbenbomberin, 31 Tage alt. Wir haben was, oha, ich wusste es. Wir haben was ultra, ultra Seltenes. 800. 15 Tage. Und genau jetzt könnt ihr raten, was es genau ist. Denn es ist ganz genau dieser Skin. Dieser Skin hier ist 815 Tage alt. Und wir haben einfach drei seltene Dinge. Habe ich nicht vor ein paar Sekunden gesagt, dass wir heute drei seltene Dinge vielleicht haben? Okay, habe ich eventuell recht gehabt. Also der Kollege ist sehr, sehr selten. Ist auch etwas außergewöhnlich, muss ich sagen, der Kollege. Sieht cool aus. Schade, 1-2 ohne Backbling. Was haben wir hier? Weibliche Variante ist auch mega, mega selten. 683 Tage alt. Die ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die hat was. Cooler Skin. Und das seltene Item wäre hier auch noch eins. 492 Tage alt. Und ansonsten gibt es nichts Seltenes mehr im Shop. Ganz genau drei Items. Der ist schon krass, der Gleiter. Der ist schon krass. Alter, der gefällt mir irgendwie. Der ist cool. Der hat was. Ja. Sieht nice aus. Was haben wir hier? Ja, der ist ja nichts Besonderes. Cool animiert, aber fühle ich jetzt nicht so. Der Gleiter, der ist schon krass. Der ist krass. Alleine schon diese Musik. Passende Pickaxe. Ja, finde ich unspektakulär. Was haben wir hier? Weibliche Variante, die hat was. Aber warum 2K? 2K ist ultra, ultra teuer. Zu teuer. Genau das gleiche hier gilt für die Spitzhacke. Auch ein bisschen zu teuer. Und hat, ja, keinen besonderen Sound. Passende Lackierung, die ist in Ordnung. Die ist cool animiert. Was haben wir hier? Nichts mehr. Schauen wir uns mal den täglichen Bereich an. So, ganz genau hier. Morgen sollte es auch übrigens ein Fortnite-Update geben. Endlich mal wieder ein großes Update. Ja, den Skin, weiß ich nicht. Das ist ein cooles Emote. Sehr nice. Haben wir was? Doch, oder haben wir noch was Seltenes? Ja, tatsächlich vier seltene Dinge. 113 Tage alt. Ganz genau die hier. 113 Tage alt. Gut, ist jetzt nicht so selten, dass man jetzt ausrasten könnte. Es geht. Es geht. Knapp 4 Monate alt. Also nicht mehr im Shop da gewesen. Aber cooler Skin. Was haben wir hier? Chilliges Emote. Ansonsten gibt es hier Tanztherapie. Hallo? Tanztherapie? Ah, sehr cooles Emote. Und zu guter Letzt haben wir hier Pausenvergnügung für 200. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.